Wie kühlt man ein Rechenzentrum adiabat mit geringem Wasserverbrauch? Hoval hat sich bei der Beantwortung dieser Frage auf den eigenentwickelten und eigengefertigten Hoval Enventus Kreuzstrom-Plattenwärmetauscher konzentriert. Dieser Kreuzstrom-Plattenwärmetauscher hat den Vorteil, dass er eine sehr, sehr hohe Oberfläche von 1200 Quadratmetern erreicht. Und mit diesen 1200 Quadratmetern können wir sehr effizient kühlen, ganzjährig kühlen. Das bedeutet, wir erreichen eine sehr niedrige Temperaturdifferenz von 3 Kelvin zwischen Außenluft und Zuluft in das Rechenzentrum. Auf der anderen Seite, sobald wir adiabat kühlen müssen, nutzen wir einen in einer Masterarbeit zusammen mit der Uni Esslingen ausgerechneten Befeuchtungswirkungsgrad. Dieser Befeuchtungswirkungsgrad, den wir erreichen mit unserer Art der Befeuchtung, ist mit der höchste in den verglichenen Systemen. Das von uns eingesetzte Regenwasser hat den großen Vorteil, dadurch, dass es sehr weich ist, dass wir es sehr häufig zirkulieren können und dadurch eine hohe Effizienz auch in der Ausnutzung dieses Wassers erreichen. Das bedeutet, wir nutzen nur einen kleinen Zeitraum im Jahr adiabate Kühlung mit einem sehr effizienten System und einem Medium Regenwasser, das sehr ökologisch zur Verfügung gestellt wird. Wenn wir das nun mal zusammenzählen und uns die wichtigsten Punkte noch mal vor Augen führen, sehen wir ökologisch, effizient und für ein Rechenzentrum hochverfügbar. Das ist die Antwort von Hoval auf die Frage, wie kühlt man ein Rechenzentrum adiabat mit geringem Wasserverbrauch?